Moin Moin und herzlich willkommen bei Hörnchen spielt. Ja, hi, ich bin Olli, beziehungsweise Hörnchen. Das ist mein Kanal. Ja, kurz was zu meiner Person. Ich bin 27 Jahre jung. ja, bin schon etwas länger auf YouTube unterwegs, vor allem im Let's Play-Bereich, also am Schauen, also selber Let's Plays gemacht habe ich auch schon mal eine Zeit lang, war aber nicht so toll wegen Equipment und wegen Erfahrung und etc. und bla und blub. Ja, also im Endeffekt soll das hier das wird auf jeden Fall einer werden, und zwar ein Gameplay, Let's Play, Schrägstrich, Review, Preview, sonstiges Kanal. Das heißt, das Review, Preview, das wird wahrscheinlich auch einfach so ins Gameplay einfließen, das heißt, ich werde davon ein Video hochladen, das wird am Anfang halt standardmäßig alles um die 15 Minuten sein, vielleicht sogar auch weniger, auf jeden Fall, kann man gleich so, bis ich halt irgendwann halt, ich glaube ab 50 Videos oder sowas kann man dann, ich glaube länger als 15 Minuten hochladen, ich weiß nicht, wie YouTube das regelt, keine Ahnung, ab wann ihr das freischalten oder ab einer gewissen Tätigkeit im Kanal oder sowas, keine Ahnung. Auf jeden Fall erwartet euch hier auf diesem Kanal, auf Hörnchen spielt, ganz am Anfang werde ich hochladen, die ersten Videos nach diesen Vorstellungsvideos, die hochkommen, ist Civilization 5, Gods and Kings, ja, mit Griechenland auf einem Pangea-Planet, Pangea-Kontinent, ein zusammenhängender Kontinent. Welche Größe, weiß ich noch nicht so genau, also welche Spielgröße, wie viele Städte und wie viele Nationen. Das wird lustig. Civilization 5 ist ein super tolles Spiel, spiele ich unglaublich gerne. Ja, mal gucken, wie ich mich damit so schlage. Verdammte Shit, Dreck. Ja. Das ist auf jeden Fall ein Spiel, wo ich nicht ragen werde. Hey! Ja, ich ärgere mich gerne mal. Ich ärgere mich auch viel. Wird vielleicht eventuell sogar auch in einigen Spielen vorkommen. Weiß sogar am nächsten, dass ich dann vorstellen werde. Nämlich zeitgleich zu Civilization 5, wo keine Ahnung, wie viele Videos pro Tag kommen werden. Das kann wirklich mal nur eins sein. Das kann aber auch mal drei oder vier sein. Das ist abhängig davon, wie viel ich produziere, wie viel ich gerade Lust habe hochzuladen und ja, Internetleitung spackt ja auch mal rum und wenn du nebenbei halt selber noch irgendwie was zocken möchtest im Internet, ist es natürlich doof, gleichzeitig was hochzuladen, ne? Ja, World of Tanks, absolut geniales Spiel, sehr viel gesuchtet dieses Spiel und das ist auch so ein Spiel, da kann ich schon leicht ab und zu mal ragen, weil es gibt so blöde Momente in diesem Spiel, wo du denkst, boah, das ist typischer Moment, stehen zwei Gegner gegenüber, du kannst einen wegschießen, dann kommen drei deiner Teamkameraden angefahren, schießen alle gleichzeitig auf den und er trifft dich trotzdem noch, also dieser typische What the fuck Moment und sowas passierte halt recht häufig, weil das Ganze halt gepaart aus einem Mix von Strategie und Shooter, aber auch Realismusgrad hat von der Panzerungsdicke bis zur Kugelballistik etc., ne? Da gibt es ja alles Mögliche. Wenn sich jemand auskennt mit dem Spiel, der sich das hier eventuell irgendwann anguckt, ja, gebt mir Tipps, gebt mir Tricks, etc. Bla, auch zu Civ 5. Civ 5 könnte auf jeden Fall etwas länger dauern von den Folgen her. Also, wie gesagt, das werden wahrscheinlich so 10 bis 15 Minuten maximal am Anfang klar werden, logischerweise. Und ja, wie gesagt, 3 Folgen pro Tag schätze ich am Anfang auf jeden Fall, die ersten paar Wochen. Dann ist das geht recht schnell dann. Ich weiß nicht, wie lange es dauern wird. Meine normalen Spiele dauern immer so zwischen mehreren Stunden. Es kann aber auch schon mal urstlange dauern, mehrere Tage oder Wochen. Also je nachdem, auf welchem Schwierigkeitsgrad man spielt etc. Bei World of Tanks werde ich immer so an der 15-Minuten-Grenze rumhängen, bis halt YouTube wirklich freigibt, über 20 Minuten. Dann werden die länger werden. Das heißt, dann werde ich so 3-4 Matches machen. Und da ein Match also ich schätze mal ganz grob, ein Match geht meist immer so 10 Minuten. Maximal, wenn überhaupt, wenn er nicht vorher abgeschossen wird, dann kann man nämlich rausgehen, wenn das Spiel nicht interessant ist. Mit verschiedenen Panzern, alles Mögliche, hab viel freigeschaltet, hab viel erforscht, hab auch ein, zwei Kaufpanzer in der Garage stehen. Das werden so die Standardsachen, die am Anfang kommen. Und dann
sobald sich das alles Mist eingelaufen hat, eventuell haben wir vielleicht schon die ersten Civ-Gameplays abgeschlossen. Huch, da geht mein Monitor gerade dunkel, what the hell. Dann kommen auch so Sachen wie Battlefield eventuell, wenn ich da auf dem PC mal wieder reinkomme. dann alles für andere. Es kommt kleinere Spiele, es kommen Indie-Games, immer so meist so ein, zwei Videos dann. Battlefield wird eventuell auch eine längere Serie werden, so wie World of Tanks, kommt ab und zu mal. World of Tanks soll, plane ich am Anfang auf jeden Fall, jeden zweiten Tag ein Video mindestens. Ne, vielleicht sogar zwei, jeden zweiten Tag, vielleicht sogar zwei Videos. Je nachdem, wie ich gerade Lust drauf habe und wie es mit den Matches aussieht. Wenn man einen schlechten Tag hat im Spiel, dann hat man einen schlechten Tag im Spiel. Da hilft auch nichts bei. Ja, ansonsten gibt viel zu tun. Ich habe viel zu tun. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß mit meinen Videos. Ich hoffe, ihr könnt euch meine Stimme gut anhören. Kann ich selber nämlich nicht. Also, klar, höre ich mich so, wie ich rede. Es hört sich ja immer anders an, so wenn man sich nachher selbst aufgenommen hört. Ich hoffe, da gewöhne ich mich irgendwann dran. Ja, zum System, wenn da irgendwelche Fragen sind. Das System ist ein 27 Zoll iMac Mitte 2011. Ja, und das Headset, was ich aktuell habe, ist ein Turtle Beach P11. Standard-Headset eigentlich. Das kleinste Turtle Beach, wenn ich mich richtig erinnere. Zunge und Stimme und passt alles gerade nicht so. Sonntags morgens. Ich sag's euch, niemals aufnehmen. ja. Ich wünsche euch jetzt schon mal viel Spaß. Haut's rein. Bis zum nächsten Video. Bitches!